Elektrobornewasser, Licht, Kraft, Industrieanlagen. Ihr Energieeffizienzfachbetrieb für moderne Elektrotechnik. Brand beim TC Mannesmann, das Vereinsheim des Vereins, was viele, viele Jahre leer stand, abgebrannt. Der Einsatzleiter der Stadtfeuerwehr Remscher, Dirk Wöttelhaus, bei mir. Was ist hier passiert? Ja, wir bekamen mehrere Anrufe, dass hier Rauchentwicklung ist. Daraufhin sind wir hier mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Nord angerückt. Beim Eintreffen stellten wir sehr schnell fest, dass das Gebäude schon im Vollbrand stand, drohte, war kurz vorm Durchzünden, sodass ein Innenangriff nicht mehr möglich war, sodass wir dann einen großartig angelegten Löschangriff mit vielen Rohren im Außenbereich gemacht haben und versucht haben, den Wald hauptsächlich zu schützen. Genau, weil das ist ja die zweite Frage. Man sieht da im Hintergrund, dass es ja Waldgebiet ist. Ist das die Schwierigkeit? Weil man sieht ja auch, dass die Anlage ja nicht so einfach zu erreichen ist. Wie schwierig war das für Ihre Einsatzkräfte? Ja, wir mussten mit allen Mann die Schläuche hier verlegen. Wir mussten ja von der Burgerstraße erstmal auf den Parkplatz von Aldi die Schläuche verlegen und dann weiter hier runter. Also da sind schon einige Schläuche verlegt worden von den Kollegen. Können Sie sagen, wie viele Leute im Einsatz waren? Wir hatten jetzt insgesamt bisher 60 Leute circa im Einsatz. Und wenn man sieht, das Gebäude nur noch Gerippe eingerissen worden, das war einiges an Arbeit für Ihre Männer. Ja, wir mussten natürlich jetzt massiv Wasser abgeben und haben jetzt die Seitenwand eingerissen, dass wir drankommen, um vernünftig Nachlöscharbeiten durchführen zu können. Als letzte Frage, Personen sind heute hier nicht zu Schaden gekommen? Nein. Also wir werden das Objekt natürlich gleich noch kontrollieren, aber wir gehen davon aus, dass keine Personen mehr drin waren, weil es waren viele Fenster und Türen. Wir konnten also von außen sehr gut erkunden und es hat sich keiner bemerkbar gemacht und wir konnten, wie gesagt, keinen mehr reinschicken. Da war die Gefahr zu groß, dass das schon einstürzt. Man sieht ja, wie schnell das jetzt in sich zusammengefallen ist. Dankeschön für dieses Gespräch. Also Einsatz der Feuerwehr Remscheid, Brand beim TC Mannesmann, das Vereinsheim, ein Totalschaden.